Herzlich willkommen zur Krönung der neuen Mosella zum Weinfest der Mittelmosel 2016. Ich darf natürlich auch herzlich begrüßen, und das hat schon Tradition, dass die Musikvereinigung Bernkastel-Kues immer freitags abends hier beim Weinfest spielt mit dem Dirigenten Josef Schmitz. Herzlichen Dank schon mal dafür, und das ist immer ein Applaus wert. Nicht zu vergessen an so einem Abend sind natürlich unsere Altstadtsänger, der Wolfgang Gillis und der Peter Schmidtchen. Die sind auch immer mit dabei. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und dann freue ich mich natürlich besonders, begrüßen zu dürfen unseren Stadtbürgermeister Wolfgang Port, der heute nicht nur in Funktion des Bürgermeisters da ist, sondern er wird mir auch wieder zur Seite stehen als Co-Moderator. Da bin ich ganz froh drum, denn wenn was schief läuft, kann ich immer sagen, er war's. So ist sie, die Bianca Waters, die seit Jahren bei uns moderiert. Ich darf Sie alle ganz herzlich im Namen der Stadt Bernkastel-Kues begrüßen. Freue mich, dass der Marktplatz so voll ist. So habe ich ihn lange nicht mehr gesehen. Das ist auch gut so. Und ich darf Sie alle, auch die vielen Gäste aus nah und fern, begrüßen und natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger der Region der Stadt Bernkastel-Kues. Und ich darf ganz besonders begrüßen, heute das erste Mal in Bernkastel-Kues, den Bürgermeister der Stadt Brixen, Peter Brunner, der es sich hat nicht nehmen lassen, hier zu uns nach Bernkastel-Kues ein Jahr nach seiner Wahl zu kommen. Lieber Peter, ich habe heute sehr viel zu tun, und ich habe im letzten Jahr festgestellt, dass ich zu viel zu tun habe. Ich bin nämlich nicht nachgekommen, und deshalb würde ich Sie bitten, vielleicht hier runterzukommen und mir vielleicht bei der Arbeit zu helfen. Applaus für Peter Brunner, Bürgermeister der Stadt Brixen. Im Italienischen heißt das übrigens Bressanone. Und wer nicht weiß, wie sich das schreibt, der schaut auf Eiscafé Bressanone, weil der Besitzer hatte mich seinerzeit gefragt, wie nennen wir denn das Eiscafé? Und da wir ja eine neue freundschaftliche Stadt haben, mit der wir ein Abkommen haben, habe ich ihm seinerzeit Bressanone gesagt. Und deshalb heißt die auch heute so. Gut, da kommt er. Peter Brunner aus Brixen, ein herzliches Willkommen hier im Bernkastel-Kues. Auch Sie dürfen über unseren roten Teppich schreiten. Der Herr Port hat es gerade gesagt, es gibt eine freundschaftliche Verbundenheit, aber erst noch mal was anderes. Jetzt kommt die Tiroler Hymne, glaube ich. Ja, ja, ja. Manch einer von Ihnen wird sie kennen. In Südtirol wird sie laufen gespielt, und aus Anlass, dass du heute hier bist, haben die Jungs das Esther eingeübt. So, als gutes Zeichen, okay. Also da muss man auch die Musikvereinigung noch mal ganz doll loben. Die haben es tatsächlich gestern Abend noch einstudiert. Extra für unsere Freunde aus Brixen. Ja, Herr Brunner, der Herr Port hat es eben ja schon erwähnt. Es gibt eine freundschaftliche Verbundenheit zwischen den Städten Brixen und Bernkastel-Kues. Wie kam denn das zustande? Ja, als erstes einen schönen guten Abend, ein herzliches Grüß Gott und Dankeschön, lieber Wolfgang, für die Einladung. Ich bin heute gemeinsam mit meiner Stadträtin Paula Bacher hier, die da oben sitzt. Paula, hallo. Und es kam so zustande, dass mein Vorgänger an die Stadt Bernkastel-Kues den Antrag gestellt hat für ein Freundschaftsabkommen, denn es war zum 550. Todestag von Nikolaus Cusanus. Dementsprechend, der hat in Brixen für 15 Jahre gewirkt als Bischof, und somit gibt es eine enge Verbindung natürlich hierher zur Geburtsstadt von Nikolaus Cusanus. Und zudem sind auch wir Weinregion. Man muss sagen, wenn nicht nur jeder zehnte Apfel aus Südtirol kommt, so haben wir auch einen wunderbaren Wein. Euer Bürgermeister konnte sich auch dementsprechend letzte Woche beim Altstadtfest davon auch vergewissern. Und glaub, was gibt es Schöneres? Kultur, Wein, unten auch irgendwo, muss man sagen, eine Verbundenheit. Wir sind beide Bezirkshauptstädte, von dem her glaube ich, und Grenzregionen, so wie ihr Grenzregion seid, ist auch Brixen mit Südtirol Grenzregion hin zu Österreich, und dementsprechend gab es mehrere Verbindungen, und so haben wir das versucht. Und ich darf auch hier auf diesem Wege nochmals danken, auch für die Annahme dieses tollen Abkommens, und wir sind dabei, hier auch unsere Beziehungen zu intensivieren. Ja, da haben Sie ein gutes Stichwort genannt, zu intensivieren. Jetzt weiß ich auch, warum der Herr Port immer so oft im Brixen ist. Aber Sie haben es gerade angesprochen, es war Altstadtfest. Ist das so vergleichbar wie mit unserem Weinfest hier da im Brixen auch?
Ja, es ist zum Teil vergleichbar. Erstens muss man sagen, das Altstadtfest findet alle 2 Jahre statt, nicht so wie bei euch das Weinfest jedes Jahr. Wir haben insgesamt 53 ehrenamtliche Vereine, das ist rein ehrenamtlich aufgestellt und da ist natürlich in der Altstadt einiges los für 3 Tage, Freitag bis Sonntag, mit viel Musik, mit sehr viel Kulinarik und dementsprechend glaube ich, kann man schon sagen, es ist ein tolles Fest. Es ist auch südtirolweit das größte Volksfest unter freiem Himmel. Also von daher passt ja diese Verbundenheit zu Bernkastel-Kues auch. Beide haben ein tolles Weinfest, ein Altstadtfest. Das passt. Und ich würde sagen, den beiden Herren haben wir jetzt eine Aufgabe zugeteilt. Herr Port hat es eben schon gesagt, er war tatsächlich etwas überfordert im vergangenen Jahr. Denn wir haben heute hier zur Krönung der neuen Mosella über 60 Weinhoheiten. Und die werden wir jetzt alle mal auch hier über den roten Teppich schicken. Und unsere beiden Herren, der Wolfgang Port und der Peter Brunner, die haben auch Rosen für die Damen. Die stehen dort hinten, wo die Elena steht. Und jede Weinkönigin bekommt natürlich eine Rose. Wir werden das Ganze jetzt in alphabetischer Reihenfolge machen. Beginnen dann in Andel sozusagen. Und die Damen, die gehen über den roten Teppich, bekommen eine Rose gereicht. Und die stellen sich dann hier entlang des roten Teppichs auf. Einmal auf der Seite, einmal auch auf der anderen Seite. Also bitte dann Platz machen. Und wie angekündigt, beginnen wir alphabetisch mit dem A und das ist Angel. Und wir begrüßen Weinkönigin Madu, die Erste, mit ihren Prinzessinnen Lena und Jana. Sie repräsentieren den Angeler Goldschatz, die bekannteste Weinlage von Angel. Und weiter geht's. Wir kommen direkt nach Brauneberg und begrüßen auf dem roten Teppich Weinkönigin Lisa die Zweite mit ihren Prinzessinnen Annalena und Celine. Aus Briedel sind zu uns gekommen Weinkönigin Leonor die Erste mit ihren Begleiterinnen Jacqueline und Angela. Briedel ist übrigens auch bekannt für seine Weinlage Briedeler Herzchen. Es geht nach Burgen. Weinkönigin Elena die Erste mit den Prinzessinnen Annika und Mika. Burgen liegt übrigens im Frohnbachtal. Das ist der Ort, der in der schönsten Sackgasse der Mittelmosel liegt. Also auch Sackgassen können schön sein. Wir gehen weiter nach Ediger Ella und begrüßen Weinkönigin Anne mit Lisa und Katrin. Ediger Ella liegt übrigens mitten im Herzen der Kalmont-Region und Sie wissen es, der Kalmont ist der steilste Weinberg Europas und da werden die Winzer tatsächlich zu Alpinisten. Aus Erden kommt zu uns Weinkönigin Katharina. Und auch Erden kennen wir, das ist der älteste Weindorf der Welt, denn schon in der Bibel steht geschrieben, zu Beginn schuf Gott Himmel und Erden. Aus Grach begrüßen wir auf dem roten Teppich Laurin die Erste mit ihrer Prinzessin Laura. Sie kommen beide aus dem Ortsteil Schäferei und Grach ist bekannt für seine Weinlagen Himmelreich, Domprobst und Abtsberg. Wir kommen zu einer ganz besonderen Weinkönigin. Im Grunde ist es keine Weinkönigin, sondern ein Weinkönig bzw. ein Bacchus. Denn Kästen hat seit diesem Jahr Bacchus Constantini. Das ist Sven Finke. Ein herzliches Willkommen. Und auch er hat uns eine Prinzessin mitgebracht. Er wird begleitet von Julia. Auf dem roten Teppich begrüßen wir Maureen die Erste aus Kinheim mit ihren Prinzessinnen Lara und Hanna. Ein ganz besonderes Willkommen aus Köberich, Weinkönigin Lena die Erste mit Anja und Christina. Köberich liegt an der römischen Weinstraße, gehört zum Landkreis Trier-Saarburg und von daher freuen wir uns besonders, dass Sie heute hier sind.
aus Kröf begrüßen wir Weinkönigin oder auch in Kröf genannt Mosella Julia. Und wie Sie wissen, ist in Kröf immer was los, ob Trachten oder Traktorentreffen, Mitternachtslauf oder Jesus Christ Birthday Party. Kröf ist auch immer eine Reise wert. Weiter geht's nach Lisa. Wir begrüßen Alina, die Erste. Begleitet wird sie von ihren Prinzessinnen Hanna und Stefanie. Weiter geht's mit Jessica, der Ersten aus Lößnig, mit ihrer Prinzessin Sophie. Zwischen Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach liegt Lößnig im Zeigefinger des sogenannten Moselhandschuhs. Das kann man sich sehr gut merken. Wir kommen nach Minheim. Und Minheim wird vertreten durch Weinkönigin Mona der Ersten mit ihren Prinzessinnen Katja und Katrin. Weinkönigin Hanna die Erste kommt aus Mülheim mit ihrer Prinzessin Luisa. Im August ist sie gekrönt worden an einem Dienstag. Denn Mülheim ist der einzige Ort an der Mosel, der sein Weinfest unter der Woche feiert. Neumarkenthron ist an der Reihe. Wir begrüßen Weinkönigin Michelle mit Lea und Kathleen. Neumarkenthron ist der älteste Weinort Deutschlands. Das bekunden zahlreiche Funde und natürlich auch das Römerweinschiff. Osan Monzel, wir begrüßen Sophia die Erste mit ihren Prinzessinnen Katharina und Rebecca. Osan Monzel ist übrigens das Weindorf mit Weinblick. An Osan hat man einen herrlichen Ausblick auf die Mosel. Ein herzliches Willkommen auf dem roten Teppich. Michelle die Erste aus Peaceport mit ihren Prinzessinnen Lisa und Janine. Peaceport ist übrigens die Heimat des Goldtröpfchens. Es geht weiter nach Traben-Trarbach. Wir begrüßen Virginia die Erste und sie wird begleitet von zwei jungen Männern aus der Zunft der Stadtschröter und die passen ganz genau auf Virginia auf. Es geht weiter, wir kommen nach Trittenheim und begrüßen Sabrina die Erste mit Annika und Lisa. Trittenheim bekannt für die Weinlagen, Apotheke und Altärchen. Ein herzliches Willkommen, Johanna der Ersten aus Uerzig. Der Uerziger Würzgarten, der ist bekannt, er ragt im Ortsbild heraus und er ist außerdem auch die beste Riesling-Steillage. Weiter geht es nach Feldens. Wir begrüßen Susanne die Erste mit Fee und Michelle. Feldens wirbt übrigens kurz und knackig auf seiner Internetseite mit schön, natürlich, lebenswert. Aus Wehlen begrüßen wir Alicia die Erste mit ihrer Prinzessin Julia. Und Wehlen ist natürlich die Heimat der Wehlener Sonnenuhr. Wir kommen nach Windrich und begrüßen Juliana die Erste mit Johanna. Wir nähern uns dem Ende des Alphabets und begrüßen aus Zell Weinkönigin Laura die Zweite mit Prinzessin Julia. Und Zell ist die Heimat der Zeller Schwarzen Katz. Und ganz zum Schluss ein herzliches Willkommen Zeltingen-Rachtig mit Weinkönigin Vanessa und Luisa und Josephine. Zeltingen-Rachtig übrigens das Dorf mit einer eigenen Mosel-Operette mit dem Namen Zeltinger Himmelreich. Das waren unsere über 60 Weinhoheiten von allen Gemeinden, die hier am Weinfest mit beteiligt sind. Und den ganzen Damen mal ein herzliches Applaus, wie sie hier Spalier stehen. So, meine liebe Bianca,
Wir sind kaum nachgekommen. Fürs nächste Mal müssen wir wahrscheinlich einen weiteren Herrn einplanen, ja? Aber ich glaube, wir brauchen auch demnächst eine Frau. Wir haben ja auch ein paar Männer gehabt, habe ich gesehen. Das ist mir auch aufgefallen. Das war jetzt, die Lösung war für uns nicht so einfach im Moment. Ja, und ich komme mal zu den Herren wieder, wenn ihr mich gerade mal durchlasst. Dankeschön. Ja, ich brauche natürlich auch wieder Ihre Unterstützung, Herr Port. Ich sagte es ja, wir haben heute eine Krönung, die ansteht. Und wenn eine Krönung ansteht, heißt es natürlich auch immer Abschied nehmen. Ja, Abschied nehmen. Abschied nehmen ist nie einfach. Manchmal denke ich, die Zeit vergeht nicht, aber in dem Fall ist es relativ schnell gegangen. Die 2 Jahre sind um. Wir werden heute eine neue Weinkönigin krönen. Und wir haben uns ausgedacht, dass wir die alte, noch amtierende Weinkönigin mit einem Oldtimer auf den Marktplatz fahren lassen. Sie wird begleitet von der Moselweinkönigin Lena Endesfelder aus Mehringen. Wer nicht weiß, wo Mehringen liegt, liegt etwa 10 Kilometer flussaufwärts vor Trier. Zu Lena Endesfelder muss ich auch sagen, Sie sagten es gerade schon, sie kommt aus Mehringen. Da wird übrigens an diesem Wochenende auch Weinfest gefeiert. Umso bemerkenswerter finde ich es, dass sie heute Abend hier bei uns dabei ist. So, da kommen sie. Ja, also im Wagen sitzt unsere noch amtierende Mosella Alexandra die Erste mit ihren Weinprinzessinnen Bea und Isabel und Lena Endesfelder, die Moselweinkönigin. Oh, ein alter Opel. Ja, die waren noch eng gebaut, da hatte man noch Platz. Ja, der Herr Port kennt sich aus in Sachen Oldtimer. Wenn Sie sich dieses Gefährt auch mal anschauen, es ist ein Opel Olympia Rekord P1 Cabrio, eine Leihgabe des neuen Oldtimer Museums von Bernd Benninghofen, was derzeit auf der Kusa-Seite gebaut wird. Es soll nächstes Jahr im Frühjahr eröffnet werden. Da werden also solche Fahrzeuge zu bewundern sein. 80 bis 100 Oldtimer dann, da freuen wir uns schon riesig drauf. Vor allen Dingen sind dann die nächsten 80 bis 100 Jahre gerettet, um im Oldtimer hier auf dem roten Teppich einzufahren. Ja, er hat ja einige. Aber es könnte etwas mehr Platz drin sein, sehe ich gerade. Ja, wo haben wir die Lena? Da ist die Lena. Was ist denn das für ein Gefühl, hier auf dem Marktplatz einzufahren, wo über 60 Weinhoheiten Spalier stehen? Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend, Bernkastel. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ja, mit der Alexandra hatte ich einen meiner ersten Termine zusammen. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass ich auch einen meiner letzten Termine hier haben werde. Und in meiner ganzen Amtszeit durfte ich es bis jetzt noch nicht erleben, in so einen schönen Rosenbogen reinzufahren. Also es ist zauberhaft. Also doch schon was Besonderes hier im Bernkastel. Ein Jahr Moselweinkönigin haben Sie hinter sich und ich glaube, Sie wollen noch mehr. Sie starten bei der Wahl zur deutschen Weinkönigin. Ja, genau das ist richtig. Am 24. September ist es soweit, dass der Vorentscheid, der wird von den 13 Gebietsweinköniginnen von Deutschland dann 6 ins Finale gewählt und eine Woche später, am 30. steht dann fest, wer das neue deutsche Weinhoheiten-Trio ist. Da drücken wir natürlich alle hier die Daumen. Natürlich, wir drücken die Daumen. Deutsche Weinkönigin ist ja schon was, nicht? Ja, wir haben ja viele junge Weinköniginnen und Weinprinzessinnen hier. Haben wir einen Tipp für die relativ früh, noch nicht so lange im Amt amtierenden Weinkönigin, wie sie vielleicht souveräner sind, wie auch immer? Einen richtigen Tipp habe ich jetzt eigentlich nicht. Einfach natürlich sein und riecht raus, wie man hier an der Mosel sagt. Ich ja, das ist immer gut. Ja. Genau, das ist die beste Variante. Ja, Alexandra, bei dir liegen auch schon 2 Jahre hinter dir. 2 Jahre Mosella der Stadt Bernkastel-Kues. Was nimmst du aus diesen 2 Jahren für dich mit? Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht, wie schön es ist mit den ganzen anderen Weinhoheiten, die Sie hier alle sehen. Es sind alles ganz tolle Mädels und es hat mich richtig gefreut, die alle kennenzulernen. Wir hatten viel Spaß und ich kann es nur empfehlen, das auch mal zu machen. Ja, du hast das ja jetzt 2 Jahre gemacht. Strebst du vielleicht auch nach etwas höherem Moselweinkönigin gegebenenfalls? Die größeren Kronen überlasse ich doch lieber anderen. Naja, die ist schon groß, ja. Ja, die von der Mosella ist tatsächlich auch groß, das stimmt. Ja,
Alexandra hat natürlich auch ihre Weinprinzessinnen mitgebracht, Bea und Isabel. Jetzt, wir sind ja hier unter uns. Wie war die Alex denn so als Mosella, gerade mit ihrem Umgang mit ihren Prinzessinnen? Es war immer sehr schön. Wir haben alle drei was zusammen gemacht und die Zeit werde ich nie vergessen. Die Alex hat gelacht. Es ist immer so schön, wenn sie so lieb zu mir sind und lügen. Ein Applaus an unsere Mosella Alexandra, an unsere Moselweinkönigin Lena und an unsere Prinzessinnen Isabel und Bea. Und wir wollen natürlich auch jetzt ein schönes Bild machen mit allen Weinköniginnen. Von daher möchte ich euch bitten, hier hinter dem Wagen ein bisschen enger zu schließen im Hintergrund. Die anderen auch ein bisschen enger dazu. Und dann können wir die Bilder machen und wir haben natürlich auch noch extra für die Bilder natürlich Blumen, ja, Blumen für die Damen. Geschenke, so viel ich weiß. Ich glaube, die müssen Sie übergeben, Herr Port. Das mache ich gerne. Ja. Blumen natürlich für die Moselweinkönigin. Ja, Herr Port ist schon ein bisschen traurig. Dann gibt es natürlich auch Geschenke noch zum Abschied. An auch die noch, ja. Die Alexandra und die beiden Prinzessinnen, das darf auch nicht fehlen. Das ist die neue Halskette zum Weinfest der Mittelmosel. Ja, ich weiß, jetzt sind die unterschiedlich. Ja, ganz toll. Ah, steht ja drauf, Isabel. Ah, hat auch noch falsch verteilt. Ja, und jetzt möchte ich wirklich bitten, alle näher ran, ein bisschen dran schließen. Die Fotografen dürfen sich vorne positionieren und dürfen die Bilder machen. Die Rosen hoch, alle Rosen hoch. Nicht die Hosen, sondern die Rosen. Geht's auch mal Gläser und Rosen hoch? Ja, und auch die Fotografen aus der zweiten Reihe dürfen natürlich auch Bilder machen. Das macht jetzt unser Fahrer, der Herr Emmerich, auch ein ganz herzliches Dankeschön, hat uns hier auch musikalisch begleitet. Er wird jetzt die Damen wieder hinausgeleiten. Unsere Weinkönigin, die jetzt auf dem roten Teppich warten, geleiten quasi das Auto mit raus, aber kehren kurz vorher auf ihre Bühne. Das kennt ihr, glaube ich, auch schon aus den vergangenen Jahren. Da haben wir eine extra Bühne für die Weinkönigin aufgestellt. Und dann wird der rote Teppich auch wieder eingerollt, weil dann geht's gleich weiter. Wir werden versetzt ins 14. Jahrhundert. Da hatten die auch noch keinen roten Teppich, deswegen muss der dann erstmal weg. Aber nochmal einen herzlichen Dank an alle Weinköniginnen, Weinprinzessinnen, an die Moselweinkönigin Lena Endesfelder, an die Alexandra, ihre Prinzessinnen. Ein herzliches Dankeschön und einen dicken Applaus. So, dicken Applaus nochmal für unsere Weinkönigin, ehemalige, na, sie ist ja immer noch, und ihre beiden Prinzessinnen und für die Moselweinkönigin. So, wir müssen hier ein bisschen Platz schaffen, damit die Weinkönigin auch auf das Podest kommt. Wer Schwierigkeiten hat, kann sich an mich wenden. Pass auf, das kann er nicht mehr.
wir werden versetzt ins Mittelalter, wir gehen zurück ins 14. Jahrhundert, denn es steht jetzt an, die Verkündung der Weinfestbotschaft. Das müsste der Trommler- und Trompetenchor der Landshuter Ritterschaft sein. Und erkennen kann ich auch einen Leiterwagen. Und da erkennt man ihn auch, den Doktor und einen Kellermeister. Und ich bin gespannt, was die alles für uns hier dabei haben. Und vorneweg begrüßen wir auf dem Marktplatz erst einmal den Trommler- und Trompetenchor der Landshuter Ritterschaft. Hoch oben auf unserer Burg Landshut liegt seit geraumer Zeit unser geliebter Kurfürst Bohemund krank danieder. Nun, mein lieber Doktor, bis heute konnten eure Pillen und all die schrecklichen Mixturen noch keine Heilung für unseren geliebten Kurfürsten bringen. Deshalb hat mein Herr, der Ritter von Hunoldstein, mich beauftragt, unserem Kurfürsten den besten Wein aus seinem Hause zu überbringen. Der Wein, der in diesem Fass war, der wird unseren Kurfürsten schon wieder gesund machen. Ha, 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 ach Kellermeister, was wollt ihr mir denn da erzählen? So etwas hat man in der ganzen Welt noch nicht gehört. Von eurem Wein soll der Kurfürst gesund werden. Das kann doch nicht geschehen und ist sicher nur wieder eine neue Mär von euch Naturheilern. Dieser Wein, gewachsen in dem besten und sonnigsten Berghang von Bernkastel, das ist wohl der beste Wein an der ganzen schönen Mosel. Er kann sogar Kranke heilen und schmeckt allemal besser als all die schreckliche Medizin von euch Quacksalber. Ich? Ein Quacksalber? Man nennt mich den besten Arzt im Kurfürstentum zu Trier. Die letzte Hoffnung für den kranken Kurfürsten. Ich habe mehrere Konzilien mit den bekanntesten Ärzten des ganzen Heiligen Römischen Reiches abgehalten. Aber keiner konnte helfen, den Kurfürsten von seinem Fieber zu heilen. Und ihr kleiner Kellermeister wollt mir jetzt erzählen, dass ausgerechnet euer Wein besser sei als meine Medizin? Ha! Ich ein kleiner Kellermeister. All eure Bemühungen waren bisher ja nicht von Erfolg gekrönt. Aber wir werden hier sehen, mein lieber Doktor, denn seit einigen Tagen genießt unser Kurfürst nun meinen Wein. Und der wird ihn sicherlich bald wieder zu Kräften kommen lassen. Es wird sich schon zeigen, dass mein Wein die bessere Medizin ist. Zum Wohl. Hört, ist das nicht die Heroldsfanfare des Kurfürsten? Was ist wohl der Grund für das Erscheinen des Herolds? Ob er wohl was Neues zu verkünden hat? Vielleicht wird er verkünden, dass mein Wein den Kurfürsten wieder gesund gemacht hat. Kommt hoch auf den Wagen, Herold. Von hier aus könnt ihr die Botschaft des Kurfürsten Bohemund und dem Volke besser verkünden. Soldat! Ein Signal. Botschaft
des gnädigen Herrn Kurfürsten Bohemund an seine getreue Stadt Bernkastel. Wir, Bohemund II., Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches und Erzbischof von Trier, des Reiches Kurerzkanzler für Gallien und Arelat, haben in unserer getreuen Stadt Bernkastel die Gnade erfahren, dass uns dasiger Wein von einem hartnäckigen kalten Fieber genesen ließ, nachdem alle Doktoren und Quacksalber unser Leben aufgegeben hatten. Wir verordnen darum, aus dankbarer und gnädiger Gewogenheit zu unserer Stadt Bernkastel und ihren getreuen Bürgern. Erstens, dieser Wein, der uns vom Tode dem Leben wiedergegeben, soll für alle Zeit Doktorwein genannt sein. Zweitens, unsere lieben Bürger von Bernkastel sollen gemeinsam mit unseren ergebenen Untertanen aus den Dörfern und Flecken des Moseltals alljährlich zum ersten Sonntag Septembris in ihrer Stadt dem Wein zu Ehren ein Fest begehen, welches 3 Tage dauern und mit aller Weinfröhlichkeit und Freiheit begangen werden soll. An diesen Festtagen darf niemand für einen Weinrausch in Strafe genommen werden. Ein jeder, der in diesen Tagen in unserer lieben Stadt Bernkastel weilt, steht in unserem gnädigen landesväterlichen Schutz. Diese unsere Botschaft soll in jedem Jahr zum Anfang des großen Weinfestes vor dem Rathaus auf dem Marktplatz der Stadt Bernkastel allem Volke kundgetan werden. Danach soll die Regentschaft der Stadt für die Zeit des Festes der Königin Mosella übertragen werden, deren Zepter ein Weinpokal ist, womit sie leicht und heiter regieren möge. Gegeben zu Trier am Tage des Weinheiligen Laurentius, Anno Domini 1361, Bohemund II., Kurfürst und Erzbischof von Trier. Huld! Huld! Jubel! Huld! Huld! Jubel! Huld! Huld! Jubel! Jetzt habt ihr es ja wohl gehört. Unser geliebter Kurfürst Bohemund hat mich zu seinem kurfürstlichen Kellermeister ernannt, nachdem er durch den täglichen Genuss meines Weines wieder zu Kräften kam. Das zeigt doch wohl klar. Jeden Tag ein Glas Bernkastler Wein und du bleibst gesund. Zum Wohl! Also, Kellermeister, es scheint doch tatsächlich wahr zu sein, meine medizinischen Künste und dein wunderbarer Wein haben unseren Kurfürsten auf der Burg gesund gemacht. Und das Schönste daran ist, euer Wein trägt jetzt auch meinen Namen, Bernkastler Doktor. Darauf lasst uns die Gläser heben, ein dreifaches Hoch auf unseren Kurfürsten Bohemund. Hoch, 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 zum Wohl, zum Wohl. Damit haben wir also die Weinfesttage offiziell eröffnet und jetzt darf auch der Herr Port wieder. Die Leinspielgruppe. Als Kellermeister haben wir gehört Benedikt Pastor, zum Wohl. Als Doktor Jürgen Servatius, zum Wohl. Der im Übrigen auch hier in Bernkastel und Kuhl Stadtführungen macht. Als Herold Thomas Schmidt, übrigens von der Pfadfinderschaft, die heute zum 50. Mal den Herold stellt oder spielt. Ja, und das Gefolge heißt mittelalterliche Freunde Cusanus, angeführt von Florian Meurer. Auch hier ein dicker Applaus. Jubel! 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 Ja, und die Text und die Idee stammt von meinem Vertreter Wolfgang Pastor, der in dem üppigen Kaufmannskostüm. Beifall!
Ja, und die Landshuter Ritterschaft unter der Leitung von Christiane Geib wird jetzt hier das ganze Gefolge, den Doktor, den Kellermeister, den Herold, wieder nach draußen begleiten und mit einem Musikstück. Und dann steht sie kurz bevor die Krönung der neuen Mosella. Stadt Bernkastel-Kues, ein herzliches Dankeschön. Und es wird jetzt langsam spannend. Die werden sich alle bereit machen, denn auch die Landshuter Ritterschaft wird wieder mit dabei sein. Das Gefolge wird auch kommen. Sie begleiten alle den Mosella-Wagen, der gleich hier um die Ecke kommt. Und ich muss Sie bitten, alle ein bisschen zur Seite zu gehen. Und wir hören schon die Musik. Und gleich ist es soweit. Thank you.
erste Jubel für die noch amtierende Mosella Alexandra und die gleich neu gekrönte Mosella Katrin. Die Krönung steht kurz bevor. Es wird Ihnen aufgefallen sein, Mosella Alexandra ist mit auf dem Wagen und sie wird gleich zu Katrin schreiten, um die Krönung vorzunehmen. So, liebe Katrin, jetzt ist es soweit. Ich freue mich ganz besonders, dass ich dir heute die Krone übergeben darf. Ich wünsche dir und deinen Prinzessinnen und auch all deinen Nixen in den nächsten 2 Jahren ganz viel Spaß und ich habe ganz festes Vertrauen, dass ihr das richtig toll machen werdet. Leider habe ich gerade kein Glas mehr. Zum Wohl! So. Wächst auch der Wein für jeden,
Liebe Gäste von nah und fern, liebe Weinhoheiten, liebe Bernkastel-Kuser. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Denn um ganz ehrlich zu sein, ich konnte mir die Krönung der Bernkasteler Mosella auf dem Marktplatz noch nie live anschauen. Bisher habe ich immer in unserer Weinstube oder in unserem Weinstand gearbeitet. Aber ich muss sagen, es gefällt mir ganz gut hier oben bisher. Ein Kindheitstraum, einmal im Leben Mosella zu sein, ist endlich in Erfüllung gegangen. Nun stehe ich hier oben und freue mich, mit Ihnen unser Weinfest zu feiern. Als Unterstützung habe ich meine Prinzessin Alina und Jenny und meine Nixen auf dem Wagen mitgebracht. Besonders freue ich mich darüber, dass unsere Moselweinkönigin Lena und meine Vorgängerin Alexandra hier bei uns sind und diesen Abend zu einem besonderen Erlebnis für mich machen. Ich bedanke mich bei euch allen für eure tatkräftige Unterstützung in den letzten Monaten. Und wenn ich schon mal am Danke sagen bin, möchte ich mich natürlich auch bei meiner Familie bedanken. Dankeschön. Langsam legt sich die Aufregung und damit das so bleibt, erhebe ich mein Glas mit der wohl besten Medizin, die Bernkastel zu bieten hat. Dem Bernkasteler Doktor. Zum Wohl! Doch bevor wir gleich auf die Weinstraße ziehen können, möchte ich mich erst einmal vorstellen und Ihnen erzählen, was mich mit unserem guten Moselwein verbindet. Mein Name ist Katrin Maasem und ab heute bin ich die neue Mosella der Stadt Bernkastel-Kues. Als Weinkönigin darf ich für die kommenden 2 Jahre die Stadt, ihre vielfältigen Traditionen und ausgezeichneten Weine vertreten. Ich stamme aus einer alteingesessenen Winzerfamilie in Altkues. In unserem Weingut bin ich schon früh mit Wein in Berührung gekommen. In meiner Kindheit natürlich weniger durch das Weintrinken, sondern eher durch die Mithilfe in Weinberg, Keller und Weinstube. Doch auch außerhalb der gemeinsamen Arbeit verbindet mich die Liebe zum Wein mit meiner Familie. Gerne genieße ich mit meinen Eltern abends ein Gläschen Wein oder besuche mit meiner Schwester eins der schönen Straßen- oder Weinfeste in unserer Region. Natürlich ist meine Familie auch heute dabei. Meine Eltern schauen aus unserer Weinstube zu, meine Schwester bedient dort die Gäste und mein Bruder fährt den Traktor. Aber nun weiter zu mir. Gerne lerne ich neue Länder und Menschen kennen. Während meiner Auslandsaufenthalte und meines Studiums ist meine Verbindung zum Wein allerdings nie abgerissen. Mit vielen meiner Freunde verbindet mich auch der Wein, denn mit den meisten habe ich bei einer Flasche Moselriesling Freundschaft geschlossen. Für mich ist also ganz klar, Wein verbindet. Dies wurde mir besonders in der Vorbereitungszeit für mein Amt als Mosella bewusst, denn mit meinen Prinzessinnen Jenny und Alina verbindet mich vor allem die Liebe zum Wein und die Liebe zu unserer Heimatstadt. Das Weinfest der Mittelmosel liegt mir dabei besonders am Herzen. Nicht nur, weil sich meine Familie seit über 40 Jahren mit einem Weinstand daran beteiligt, sondern auch, weil sich hier Menschen aus aller Welt treffen, um die besten Weine der Mittelmosel zu probieren. Und ich denke, das ist das Schönste am Weinfest. Sie können Menschen aller Nationalitäten kennenlernen und mit ihnen zusammen die Früchte der ausgezeichneten Arbeit unserer Winzer genießen. Die zahlreichen internationalen Gäste des Weinfestes möchten wir deshalb in möglichst vielen Sprachen begrüßen. Zunächst einmal in unserer Muttersprache. Herzlich willkommen zum diesjährigen Weinfest der Mittelmosel in der Stadt Bernkastel-Kues. Zum Wohl! Auch die englischsprachigen Gäste möchte ich begrüßen. A warm welcome to this year's Winefest of the Mittelmosel in the town of Bernkastel-Kues. Cheers! Unsere Gäste aus Tschechien möchte ich ebenso willkommen heißen. Srdečně vás vítáme na letošním festivalu vína pocházející oblasti Středního Moselu, městečku Bernkastel-Kues. Na zdraví. Meine Prinzessin und Nixen
werden Sie nun in 8 weiteren Sprachen begrüßen. Ich darf die italienischen Gäste heute Abend begrüßen. Via Guru e benvenuto qua alla noi alla festa annale de Vino e Bergkastel Kues. Cin cin. Und ich darf auch unsere luxemburgischen Gäste begrüßen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur diesjährigen Weinfeier der Bergkastel Kues. Prost! Und ich begrüße erstmal unsere polnischen Gäste. Serdeczny witamy na togronocznym święcie winy hat Mosello Bergkastel Kues. Na zdrowie! Nun auch unsere niederländischen Gäste. Herzlich willkommen, bij het jaar liebe Wienfest van Bergkastel Kues an der Mosel. Prost! Und nun nach unseren spanisch sprechenden Gästen einen schönen Gruß. Bienvenidos a la fiesta del vino del Medio Mosella en la ciudad de Bergkastel Kues. Salud! Ich darf jetzt einmal unsere schwedischen Weinfestbesucher begrüßen. Varmt willkommen till årets Vinfestival här i Bergkastel Kues. Skål! Ich freue mich sehr, unsere russischen Gäste begrüßen zu dürfen. Dobre paschalavat prasnik vinodelia wie Mittelmosel wie Bergkastel Kues. Na zdrowie! Zum Schluss darf ich auch unsere französischen Gäste herzlich willkommen heißen. Bienvenue à la fête du vin de cette année à la partie centrale de la Moselle à Bergkastel Kues. Santé! Sie hören also, dass der Moselwein und das Weinfest der Mittelmosel verbinden Menschen verschiedenster Sprachen und Nationen miteinander. Drum nutzen Sie die Möglichkeit und lernen Sie Menschen aus aller Welt bei einem guten Glas Wein kennen. Denn fröhliche Menschen und guter Wein sollen immer beisammen sein. In diesem Sinne zum Wohl und viel Freude auf dem Weinfest. Der Tradition geschuldet, folgt nun wie immer ein Gedicht zum Weinfest. Umgeben von Trauben und Reben, so lädt unsere Stadt sie ein. Wir wollen das Beste ihnen geben, den funkelnden goldenen Wein. Ihm huldigen sollt ihr am Tage und auch in den Stunden der Nacht. Denn nach einer uralten Sage hat Kranke gesund er gemacht. Drum wollen auch wir uns dran laben, an diesem köstlichen Nass, der herrlichen Gottesgabe, erhebet das volle Glas. Mosella schwingt heute das Zepter, grüßt Gäste von fern und nah. Willkommen am Moselstrande, das schönste aller Weinfeste ist da. Zum Wohl!
Jawohl. Im weiten deutschen Lande, auch das gehört zur Tradition, hier bei der Krönung der Mosella auf dem Marktplatz von der Musikvereinigung Bernkastel-Kues gespielt. Ein herzliches Dankeschön an unsere neue Mosella, Katrin, für diese wunderschöne Rede und dieses tolle Gedicht. Und jetzt erstmal einen Applaus für die neue Mosella, Katrin die Erste. Applaus.